Übungen unter Standardbedingungen im Erwerbstraining sind eigentlich gut und schlecht zugleich. Sie sind immer dann gut, wenn du es mit Anfängern zu tun hast, die gerade erst die Technik gelernt haben und noch ein wenig unsicher sind, aber es zumindest schaffen. Nun, wir sagen immer, mehr als nur zufällig diese Aufgabe zu bewältigen, also mehr als nur zufällig den Ball so zu spielen, dass er eben auch im Spiel bleibt mit der entsprechenden Technik. Standardbedingungen sieht man häufig im Training, wenn du zum Beispiel sowas machst wie Einspielen zu zweit, ganz am Anfang einer Trainingseinheit, oder das wird ja auch gerne vor Punktspielen gemacht, und dann gibt es noch sowas wie Angriffsschläge über die Vier und Aufschläge ganz normal einfach nur so übers Netz. Also alles, wo der Trainer jetzt keine besonderen Vorgaben macht und nichts Besonderes fordert, das sind im Grunde Standardbedingungen. Und wenn ich das so ein bisschen abwertend sage, für Fortgeschrittene ist das nichts mehr. Also Standardbedingungen sind wirklich nur noch für den Anfängerbereich gut, und für alles, was fortgeschritten ist, die sollten so wenig wie möglich unter Standardbedingungen arbeiten. Die sollten immer irgendetwas noch obendrauf bekommen, ein Sahnehäubchen, was noch dazu kommt und den Spieler veranlasst, dass das, was er umsetzen muss, eben ein bisschen schwieriger ist. Und dafür dienen eben alle weiteren Kapitel, die hier noch kommen, und die Standardbedingungen, die müssen dabei sein, die werden auch mal trainiert, aber ansonsten eben ganz schnell weg zu den nächsten Dingen, die da noch kommen.